Einen wunderschönen guten Tag auf meinem Kanal. Ja, heute gibt's ein Baby-Update. Ah, schon wieder. Ja, Artie ist 5 Monate alt. Naja. Bitte wundert euch nicht, wenn ihr dieses Video seht, habt ihr am Mittwoch schon ein Video gesehen. Und zwar das Ankündigungsvideo für unsere Adventsgeschichte, unser Mami X-Mess Special. Und ja, ich habe das, also ich drehe das jetzt hier danach eigentlich, das ist gerade ein bisschen verworren, aber auf jeden Fall werde ich das gleiche anhaben. Also nicht wundern, aber ich habe ansonsten im Moment einfach keine Zeit und deshalb mache ich das jetzt, wenn der Kleine gerade Mittagsschlaf macht, drehe ich gleich 2 Videos. Und habe auch keine Lust, mich zwischendurch umzuziehen. Ne? Genau. Gut, also Baby-Update. Ja, Arthur ist heute 5 Monate und 3 Tage alt. Drei? Heute ist der 21. Genau. Dann, ja, 2 Tage. Okay, genau. Also 5 Monate und 2 Tage ist er heute alt. Und ja, ich wollte euch so ein bisschen über den 5. Monat erzählen, was so passiert ist. Und ja, gut. Erstmal, wie immer, ihr wisst ja, ich fange da immer so an, die Eckdaten. Ja, ich kann euch tatsächlich nicht genau sagen, wie groß er ist und wie schwer er ist. Weil wir das jetzt einfach auch schon länger nicht mehr gemessen haben. Und ja, mir das auch relativ egal ist. Also was heißt egal, aber ja, er wächst halt. Ich glaube, da könnte ich alle 1-2 Wochen ihn messen und würde feststellen, er ist gewachsen. Also ich weiß, er war das letzte Mal, wo wir ihn gemessen haben, ich glaube 69 oder 70 Zentimeter lang. Ich vermute, das ist definitiv mehr geworden. Und vom Gewicht her schätze ich ihn im Moment so oft knapp 8 Kilo. Ja. Ein kleiner Brocken, wie ihr vielleicht merkt. Wir tragen auch mittlerweile von der Kleidergröße hauptsächlich 74. Also es gibt Teile, gerade von H&M haben wir noch einige Teile, die in 68 auch noch passen. 62 schon gar nicht mehr, also das ist vorbei, das Thema. Aber es gibt auch zum Beispiel Sachen, zum Beispiel C-Mann, die ja so sehr klein ausfallen, ist es eher eine 80. Also ja, ich würde mal sagen, im Durchschnitt tragen wir die 74. Ne? Und das mit 5 Monaten. Ich hatte jetzt erst das Video von der Miss Lavender gesehen, wo sie neue Klamotten für ihre Mila gekauft hat. Und sie so, ja, wir sind jetzt so langsam aus der 74 rausgewachsen, wo ich mir gedacht habe, okay, Mila ist ein bisschen mehr als ein Jahr. Arti ist 5 Monate und hat die 74. Ja, das sind halt so die Unterschiede, die bei den Kindern da sind, aber ich glaube, darauf hat keiner einen Einfluss. Die wachsen oder keiner wird ja auch sein Kind irgendwie auf Diät setzen oder irgendwas. Das ist ja in dem Alter. Ja, und die rennen sich das eh irgendwann ab, selbst wenn er mal 3 Speckbäckchen zu viel hat. Keine Ahnung. Deshalb mache ich mir darüber auch tatsächlich überhaupt keinen Kopf. Ja, ansonsten, was gibt's an Eckdaten? Nichts weiter. Also er ist kerngesund, wir haben keine Krankheiten. Womit wir eigentlich auch gleich beim Thema Kinderarzt wären. Ja, da gibt's auch nicht ganz so viel. Wir waren nur impfen eigentlich in dem Monat jetzt. Ja, und die hat er wie immer super vertragen. Es ist immer wieder das gleiche Thema. Beim bei diesem Desinfektionsspray, was halt kalt ist, schreien wir die ganze Bude zusammen. Und bei der Spritze hören wir auf. Ja, ich verstehe es selbst nicht, aber ne? Ich war zwischendurch auch einmal mit ihm beim Arzt, weil er hatte an der Lippe wie so ein kleines Bläschen sah das irgendwie aus. Aber wirklich mini klein und ich hatte halt echt Angst, weil ich selbst bin halt sehr anfällig auf so kleine Herpesbläschen und sowas. Und ich hatte in der Woche zuvor eins und plötzlich hatte er halt so ein kleines Bläschen. Und da habe ich halt sofort total Panik geschoben und weil ja für Babys kann das echt gefährlich werden, wie man immer so hört. Und habe dann gleich früh, wo mir das aufgefallen ist, sofort beim Kinderarzt angerufen. Die auch gesagt, kommen Sie vorbei, kein Thema. Sind dahin und er hat wirklich Entwarnung gegeben. Er hat gesagt, also ein Herpesbläschen ist es nicht. Es kann verschiedene Ursachen haben. Es kann sein, dass es vielleicht durch Zahn oder dass er sich irgendwie gekratzt hat und da so ein Bläschen aufgetreten ist. Oder, und das sollten wir beobachten, wenn es halt mehr wird, dass er sich einen kleinen Pilz eingefangen hat. Es wurde aber nicht mehr, also das war es auch nicht. Dann hätten wir halt nochmal hingemusst, aber das ging dann 1-2 Tage später, war das auch wieder weg. Und ja, da habe ich mir dann auch keine großen Gedanken mehr gemacht. Und er hat sich auch jetzt nicht auffällig verhalten oder so. Aber ich wollte das abgeklärt haben. Ich denke, das versteht jeder, dass wenn mit dem Kind irgendwas ist und wenn man das von sich selbst kennt und gerade auch so kurz vorher sowas hatte,
Und ja, er meinte aber auch, er ist wohl auch aus dieser, also das hat mir ja die Hebamme auch schon mal gesagt, aus dieser gefährlichen Zeit raus. Er meint, also bis 3 Monate spricht man wirklich von lebensgefährlich bei so einer Herpesinfektion bei den Kindern und danach. Ja, es ist immer noch nicht witzig und es ist auch nichts Gutes, klar, aber es soll, die Kinder werden daran höchstwahrscheinlich nicht sterben. In diesem Hause ein Video in Ruhe zu drehen, ist fast unmöglich. Jetzt rief meine Schwiegermama an, weil irgendjemand sich das Tanzstudio angucken wollte. Ja, also eine halbe Stunde später, ich war beim Kinderarzt. Genau. Es ist nicht mehr lebensgefährlich. Das wollte ich sagen. Genau, das zum Kinderarzt und es ist aber ansonsten ist Arti nach wie vor ein kerngesundes Baby. Ich hatte ab und zu mal das Gefühl, dass er vielleicht so einen leichten Schnupfen bekommt. Das war aber dann nächsten Tag wieder weg. Also bisher hat er auch jetzt keine wirkliche richtige Erkältung gehabt oder irgendwas. Also wir wurden bisher Gott sei Dank mit sowas komplett verschont. Ja, Thema Essen. Thema Essen kann ich euch eigentlich hier oben mal die Playlist von dem von meinem Beikoststart, von meiner Beikoststart-Serie verlinken. Da seht ihr eigentlich alles, was es zum Thema Essen gibt. Wir haben den Mittagsbrei erfolgreich eingeführt. wir haben den Abendbrei komplett eingeführt. Und ja, also er ist nach wie vor dort super. Früh und nachmittags gibt es noch ein Fläschchen. Im Moment ist es ein bisschen schwierig. Ja, weil Fläschchen ist im Moment nicht das Coolste irgendwie. Also Brei ist irgendwie cooler. ich habe jetzt schon ab und zu mal. Wenn er Nachmittag die Flasche komplett verweigert hat, habe ich ihm mal so ein Quetschi mit ein bisschen Vollkorn drin mitgegeben. Das hat er lieber gegessen. Also ja. Aber wie gesagt, in den Beikoststart-Videos ist eigentlich alles erzählt, was es zum Thema Essen im Moment gibt. Und ja. Was ist was vielleicht beim Thema Essen, womit wir dann auch gleich zum Thema Schlafen kommen, auch der Punkt ist, ich habe es ja bisher noch nie gehabt, dass mein Kind extrem so einen Schub angezeigt hat. Also, dass ich ihm das so extrem angemerkt habe, da ich dachte, oh Gott, was ist hier los? Es war mal so 1, 2 Tage, wo er ein bisschen komisch war, wo ich immer gedacht habe, okay, jetzt kommt der Schub, aber dann war es auch wieder weg. Und ich dachte mal, okay, vielleicht geht bei uns der Schub bloß 2 Tage oder er macht sie einfach nicht so bemerkbar, keine Ahnung. Jetzt ist eigentlich laut Oje, ich wachse, hätten wir noch 5 Tage Zeit bis zum nächsten Schub. Der 5. müsste das dann sein. Aber ich glaube, wir stecken mittendrin. und das schon seit ein paar Tagen. Es ist tatsächlich so, und deshalb auch jetzt beim Thema Essen, als Anzeichen dafür ist, dass die Kinder auch schlechter essen. Und das ist definitiv auf jeden Fall der Fall. Im Moment füttern wir das Kind echt zu zweit, weil einer hält die Schüssel. Einer hat einen Schnuller in der Hand und einen Löffel und der zweite hat dann noch neben der Schüssel noch die Flasche in der Hand, weil das alles irgendwie ineinander überspielen muss und Hauptsache es entstehen keine Pausen, weil dann dreht das Kind am Zeiger. Also es ist im Moment wirklich schwierig. Also er isst und er macht doch den Mund auf und man merkt doch, dass er Hunger hat, aber irgendwie, ich kann euch nicht sagen, was los ist. Er isst doch total, also wenn ich ihn alleine fütter und halt dann dauert es halt eine halbe Sekunde länger, bis der Löffel im Mund ist und das ist ganz blöd. Also da wird wirklich geschrien und wir hatten jetzt auch in einem Abend, da hat er 3 Löffel gegessen und von jetzt auf gleich so geschrien, dass er sich so verschluckt hat. Ich habe so Angst bekommen, weil er ist hochrot angelaufen, hat keine Luft mehr geholt und so. Ich habe ihn dann aus dem Stock raus, hoch und so und plötzlich kam dann der ganze Brei über meinen Shirt verteilt. War auch aber in dem Moment sowas von vollkommen egal. Hauptsache, das Kind war wieder ruhig und es war alles gut. Dort habe ich wirklich kurz Angst bekommen, aber das war einfach, weil er von jetzt auf gleich anfing zu schreien und er hat halt noch Essen im Mund und dann schreien und natürlich rutscht das irgendwie, ja, vielleicht nicht ganz vielleicht nicht unbedingt dorthin, wo es hin soll. Ja, genau. Und wenn wir jetzt beim Schub sind, ist natürlich auch das Thema Schlafen. Also Krümel schläft nach wie vor durch. Also da haben wir überhaupt kein Thema. Wir hatten jetzt einen Tag, da hat er die Nachmittagsflasche, wollte er gar nicht haben und dann ist er halt um 2 die Nacht aufgewacht, weil er einfach Hunger hat. Er hat eine komplette Mahlzeit am Tag ausgelassen, dann war es aber klar, dass er die Nacht Hunger bekommt. Ansonsten ist er aber wirklich, also wir versuchen ihn also er kriegt um 8 Abendbrot und dann versuchen wir ihn hinzulegen. Und eigentlich, naja, also er schläft dann erstmal, dann wacht er vielleicht noch 2, 3 Mal auf, aber so spätestens, wenn wir mit im Bett liegen, schläft er dann auch. Es ist auch so, dass wir das Beistellbett ja bis jetzt vor ein paar Tagen hatten.
Und das ist ihm mittlerweile zu klein geworden. Ich hatte es ja in meinem Fazit-Babyausstattungsvideo schon mal gesagt, dass es doch sehr, sehr klein ist, unser Beistellbett, was wir gekauft haben. Gut, aus sowas lernt man. Beim zweiten Kind wissen wir es besser. Und außerdem hat er im Schlaf die Hand oben auf diese Abgrenzung gelegt und sich irgendwie angefangen versuchen hochzuziehen. Und das war mir dann echt ein bisschen heikel. Und dann haben wir ihn 2, 3 Tage bei uns im Bett schlafen lassen. Und mittlerweile haben wir aber ein großes Babybett, also ein normales Gitterbett halt. Und da schläft er auch drin. Also der hat jetzt 2 Nächte komplett ohne Probleme da drin geschlafen. Und eine, naja, nach 3 Stunden Schreimarathon haben wir ihn zu uns ins Bett geholt. Aber gut, ich denke, sowas gibt's. Das wird auch, denke ich, alles so ein bisschen an dem Schub mitliegen. Und ja, da kann man leider nichts machen, außer aushalten und viel kuscheln, viel immer für das Baby da sein und ja, sich viel Zeit nehmen und versuchen, die Nerven im Griff zu behalten. Genau. Ja, das ist Thema Schlafen. Thema Motorik. Also Arti, ja, hat, finde ich, wahnsinnige Fortschritte gemacht. Also, dass er sich auf den Bauch dreht. Ich glaube, das war beim letzten Baby-Update auch schon so. Wir haben nach wie vor unsere Probleme damit, uns vom Bauch auf den Rücken zurückzudrehen. ja, das ist halt, also das merkt man auch, das nervt ihn extrem. Was er mittlerweile macht, wenn er auf dem Rücken liegt, sich dann so die Füße nehmen und sich so ein bisschen zur Seite und also so die ersten Ansätze vom Hinsetzen, also dass er versucht, so hochzukommen. Er kommt noch nicht hin, also er sitzt auch noch nicht, aber man merkt, dass es schon in die Richtung geht. Das definitiv. Dann ist auch, das Greifen wird, ich glaube, das ist, etwas, was ich in jedem Video wieder sage, aber das entwickelt sich halt von Monat zu Monat weiter. Er greift so gezielt nach Sachen. Er pimselt mittlerweile an so kleinen, wie jetzt hier, ich habe so ganz kleine Fransen am Schal, da friemelt er an diesen ganz kleinen Fransen so rum, wo ich mir immer denke, okay. Oder Etiketten. Etiketten sind im Moment auch ganz hoch im Kurs, also dort dran rumkrabbeln und kratzen oder auf irgendwelchen Oberflächen, egal ob es die Couch, die ja so ein bisschen Stoff ist, oder so ein Holzstuhl wie der Stocke oder an der Jeanshose oder was auch immer, so lang kratzen. Also ich glaube, er fühlt so diese Strukturen so ein bisschen. Also so kommt es mir zumindest rüber. Ja, dann auch Kuscheltiere sind im Moment ganz hoch im Kurs, da fässt er an und fest ganz gezielt auch mit dem Finger so in die Augen, so also so, und also dann tastet er auch alles ab und so und ja, also das ist definitiv ganz extrem geworden. Köpfchen halten funktioniert einwandfrei, also auch wenn ich ihn trage, ich halte glaube ich nie das Köpfchen, das funktioniert super, ja. Auch gerade auf dem Wickeltisch, wickeln ist im Moment die reinste Katastrophe bei uns. Also mittlerweile bin ich in der Lage, das Kind zumindest untenrum komplett, wenn er auf dem Bauch liegt, anzuziehen. Das habe ich immer gesagt, das geht nicht, aber doch, irgendwie geht's. Also es gibt 1000 Sachen, die wirklich mittlerweile funktionieren. Auch Spielsachen, es wird immer mehr interessant. Ich merke aber auch, dass er, umso aufmerksamer er wird, dass er immer überforderter wird sozusagen mit einer Vielzahl an Spielzeugen. Also wir hatten es ja bisher so, dass im Laufgitter bei ihm, ja, das Spielzeug halt einfach lag und er sich nehmen konnte, was er wollte. Und bisher ging das auch, aber im Moment, er ist dann manchmal wirklich überfordert. Deshalb habe ich jetzt, ich habe so einen Sack gemacht und dort sind jetzt alle Spielzeuge drin. Und wenn er im Laufgitter liegt, stehen so 1, 2 Kuscheltiere damit rum. Einfach, dass es auch ein bisschen gemütlich ist. Aber ansonsten lege ich ihnen immer 1, 2 Spielzeuge mit rein und immer mal was anderes, dass einfach ein bisschen Abwechslung passiert. Aber er kriegt jetzt nicht mehr alle Spielzeuge, die er besitzt, auf dem Haufen. Also weil erstens, es wird doch echt zu viel, da hat irgendwann das Kind keinen Platz mehr in dem Laufgitter und zweitens einfach, dass er halt nicht überfordert ist. Genau. Ja, also ich denke, die nächsten Wochen werden spannend, weil ja, irgendwann kommt dann natürlich dieses bisschen Krabbel und so. Also er versucht, wenn er auf dem Bauch liegt, also ich hatte ihn jetzt hier auf dem Fußboden, wir haben ja Laminat in der Wohnung und da hat er auf seiner Krabbeldecke gelegen. Und hat dann die Hände auf das Laminat, wo er halt mehr Grip hatte, gelegt und sich mit der Decke so nach vorn gezogen durch die Hände. Also so immer so. Also so ein bisschen leichter Ansatz vom Robben hat er auch. Ja, wie gesagt, ich denke, das wird jetzt die nächsten Wochen interessant werden. Und weil dann wahrscheinlich Schlag auf Schlag das alles kommt. Also ich weiß noch, wie es bei meinem Neffen war. Es ging dann so schnell, plötzlich konnte er krabbeln, dann... er saß, er hat sich immer rumgekullert, er ist überall hin und ja, und dann plötzlich stand er. Also das geht dann ratzi-fatzi hintereinander weg.
Und ja, ich bin sehr gespannt auf die Zeit und ich freue mich auch wahnsinnig. Ja, was gibt's vielleicht noch? Ja, wir warten immer noch auf den Durchbruch des Zahnes. Ich hatte euch ja erzählt, ich war das eine Mal bei einem Vertretungsarzt und der meinte, ja, der kriegt Zähne. Es dauert nur, ist nur noch eine Sache von Tagen, bis die durchkommen. Ja, wir warten bis heute noch. Ich denke, sowas kann man auch nicht voraussagen. Ich denke, das ist schon sehr hochgegriffen, wenn man sich da, ich sage jetzt mal, anmaßt zu sagen, das dauert nur noch Tage. Also ich bin der Meinung, man sieht hier oben so einen kleinen weißen Punkt, wo schon ein bisschen was durchkommt. Ich weiß es nicht. Also er lässt mich auch echt nicht in seinen Mund gucken. Also wenn es etwas gibt, was er hasst, dann das. Ich bin gespannt, wie das dann wird mit Zähneputzen. Ja, also von mir aus kann der Zahn sich auch noch ein bisschen Zeit lassen. Habe ich kein Problem damit. Ich hatte ja auch schon Zahnbürsten gekauft. Also sollte er kommen, wir haben alles da. Ja, genau. So, ansonsten gibt's nichts. Aber ich denke, das war auch schon wieder genug. Ja, also ich muss immer wieder sagen, es ist so verdammt krass, wie schnell das alles geht. Also ich habe echt das Gefühl, wir sind gestern erst aus der Klinik nach Hause und auf der anderen Seite ist ja eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Und ich erzähle ich immer das Gleiche, oder? Also von meinen Gefühlen her. Aber es ändert sich halt auch nie und es wird ganz im Gegenteil, es wird immer extremer. Ich freue mich jetzt definitiv auf Weihnachten mit dem Kleinen, sein erstes Weihnachten. Und er steht ja eh so auf Lichter und alles, was glänzt und so und so ein bisschen flackert. Ich glaube, er wird große Augen machen, wenn der Weihnachtsbaum hier steht oder auch schon so Weihnachtsdeko mit Lichterketten und so. Ja, ich werde mal sehen. Vielleicht mache ich auch an sein Laufgitter so eine kleine Lichterkette irgendwie ringsrum. Mal gucken. Und ja, dann würde ich mal sagen, das war das Baby-Update zum 5. Monat meines Sohnes. Und das nächste ist das Baby-Update zum halben Jahr. Also er wird 5 Tage vor Weihnachten, wird er ein halbes Jahr alt. Ja. Genau, was ich im Übrigen, jetzt fällt mir gerade noch was ein, was vielleicht auch noch interessant sein könnte. Zum Thema Essen, wir essen mittlerweile auch schon Gläschen und Quetschis. Also ab und zu gebe ich ja mal ein Gläschen, das ist alles in den Beikost-Dingern mit erwähnt. Die ab dem 6. Monat sind, weil ja, der 6. Monat beginnt mit Ende des 5. Monats, wie das halt so ist. Und ja, er isst das, auch wenn das ein bisschen stückiger ist, stört ihn gar nicht. Und was auch ist, wir haben jetzt auch auf die Schnullis gewechselt, die ab 6 Monaten sind. Wir hatten ja bisher immer die 0 bis 6 Monate Schnullis und die sind halt ihm ständig rausgefallen aus dem Mund. Also er hat da irgendwie das nicht mehr hinbekommen, das so. War ich jetzt die ganze Zeit unscharf? Oh nee. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit unscharf war, sorry. Also, auf jeden Fall. Die sind ihm immer aus dem Mund gefallen und dann habe ich einfach gesagt, gut, ich probiere es jetzt mal. Ich habe ja auch in seinem Weihnachtskalender 2 neue Schnullis, also in der größeren Größe drin. Und ich hatte jetzt auch welche gekauft und das funktioniert einwandfrei, muss ich sagen. Also, ja, er will die Kleinen jetzt gar nicht mehr. Also, die kann ich jetzt wirklich aussortieren. Ich habe heute gleich wieder nochmal 2, weil bei uns 2 oder 4 Schnullis ist echt nicht viel. Also, erstens verschwinden die immer und zweitens, dann liegt einer bei der Schwiegermutter in der Firma, dann liegt einer irgendwo im Wagen rum, dann sind 2 im Sterilisator und ja, dann hat man keinen mehr. Von daher, ja, habe ich da immer genügend Auswahl da. Und ja, jetzt hatte 2 gekauft, heute nochmal 2, das sind 4 und dann sind noch 2 im Weihnachtskalender. Ich denke, da sind wir dann auch gut ausgestattet mit 6 Schnullis. Und ja, gut. Und jetzt höre ich aber wirklich auf zu sabbeln, damit das Video nicht ewig wird, weil ja, also ich könnte stundenlang über mein Kind erzählen. Aber ich glaube, das geht jeder Mama so. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch auch eine wunderschöne Woche oder ein Wochenende. Es kommt ja am Freitag das Video. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.